Ich bediene mich dabei den Texten und den wunderschönen Melodien von bekannten Künstlern. Ich bin nicht immer deren Meinung und die müssen auch nicht meiner Meinung sein, aber sie haben Lieder geschrieben, die wichtig sind. Ich fange mal an mit Udo Jürgens, der, wie Harpe Kerkeling sich ausgedrückt hat, den Soundtrack Deutschlands geschrieben hat. Ich finde, ein ganz tolles Kompliment und das hat er auch verdient. Dazu kommen Heinz-Rudolf Kunze, vielleicht Reinhard Fendrich, auf jeden Fall Konstantin Wecker, Reinhard May und ganz besonders Hannes Wader. Und diese Künstler haben es immer geschafft, Texte zu schreiben, die eines nicht tun. Sie verletzen nicht. Und das soll auf keinen Fall die Musik tun. Sie darf nicht verletzen. Sie soll verbinden. Sie soll kontrovers sein. Aber sie soll auf keinen Fall Menschen verletzen oder ausgrenzen und als Propagandainstrument dienen. Das darf nicht sein. Es ist an der Zeit.